Hallo und herzlich willkommen. Christoph Pütz hier mit einem neuen Video aus Vista, Kalifornien. So, ihr könnt sehen, es ist ein grauer Tag. Es hat hier vorhin geregnet. Es ist sehr, sehr schwül. Und natürlich habe ich im Haus die Klimaanlage laufen. Es sind also fast floridianische Zustände hier. Luftfeuchtigkeit irgendwie so bei 85, fast 90%. Es ist nicht ganz so warm wie in Florida, aber naja, trotzdem nicht unbedingt viel angenehmer. So, im heutigen Video sprechen wir mal über die amerikanische Volkszählung. Hier findet ja alle 10 Jahre eine Volkszählung statt. Das Ganze heißt Census. Und da werden dann eine ganze Menge Daten gesammelt. Und da gibt es natürlich einige Informationen zu. Einerseits, seit wann gibt es die Volkszählung? Also da sprechen wir drüber. Und dann natürlich, was passiert eigentlich mit den Daten so nach einer Weile? So, los geht's. So, die Volkszählung gibt es seit 1790 und zwar alle 10 Jahre. Auf die geraden Zahlen entsprechend hin wird dann eine Volksbefragung durchgeführt. So, die erste Volkszählung wurde von 650 US Marshals durchgeführt. Heutzutage ist das natürlich nicht mehr möglich. So viel US Marshals gibt es einfach nicht, um das große Land hier und die Bevölkerung zu erfassen. So, wer wissen will, wie viele Menschen denn 1790 erfasst worden sind, das waren also über 3 Millionen Menschen, die damals schon in den USA gewohnt haben und die erfasst worden sind. Also selbst einige Gründungsväter der USA haben den Daten nicht ganz so getraut. Also 1790 ging ja alles noch per Pferd und zu Fuß. Also der Hinsicht kann man dann schon verstehen, warum man den Daten nicht unbedingt getraut hat. Das war natürlich auch das erste Mal, dass eine Volkszählung durchgeführt worden ist. Und in der Hinsicht war sicherlich einiges da relativ neu. Und die ganzen Prozesse, also die Vorgänge und was sie mit den Daten gemacht haben und wie sie mit den Daten gearbeitet haben, das war sicherlich wirklich Neuland. Und in der Hinsicht würde ich sagen, ja, kann ich schon verstehen, wenn da einige Gründungsväter der USA den Daten nicht ganz so vertraut haben. Aber das System ist eigentlich über die Jahre hinweg besser geworden. Irgendwann in den 1800ern haben dann auch die Amerikaner gemerkt, dass es nicht mehr so effizient ist, mit den US Marshals die Volkszählung durchzuführen. Und seitdem werden dann halt entsprechend immer Teilzeitkräfte oder saisonale Arbeiter angeheuert, um die Volkszählung durchzuführen. Das war gerade hier letztes Jahr sehr interessant. Also 2020 war ja die letzte Volkszählung. Und da haben wir hier halt überall auch die Schilder gesehen, wo sie Kräfte dafür gesucht haben, also Arbeitskräfte. Die sind dann für 3 oder 4 Monate angestellt worden. Und es wurde eigentlich auch ganz gut bezahlt. Also hier in Kalifornien haben sie über $20 die Stunde verdienen können und wären dann entsprechend von Haus zu Haus gegangen oder zu den Häusern, die die Daten nicht eingeschickt haben. Also man kriegt das Ganze per Post zugeschickt und hat es dann auch per Post zurückgeschickt. Und naja, wenn man das nicht gemacht hat, dann kriegte man halt Besuch an der Tür und die Daten wurden dann so erfasst. Übrigens werden hier nicht nur die Menschen alle 10 Jahre erfasst, sondern auch die Wirtschaft wird zum Beispiel alle 5 Jahre erfasst. Wie das genau aussieht, kann ich schlecht sagen. Also das habe ich noch nicht so erlebt, habe ich auch noch nicht entsprechend nachgeforscht. Aber es ist schon sehr interessant zu hören, dass dann wirklich auch geschaut wird, wie viele Firmen existieren, wie viele Leute sind angestellt, dass man da einfach auch die Daten dann sogenannt cross-referenzen, also vergleichen kann mit der Volkszählung selber, weil auch da sind natürlich Fragen diesbezüglich drin. Die Volkszählung ist übrigens nicht sehr kompliziert. Da gibt es in der Regel eigentlich nur 3 Hauptfragen, damit entsprechenden Unterfragen. Und in der Hinsicht sind auch die Daten, die dann angesammelt werden, relativ einfach auszuwerten. Dann gibt es natürlich diese persönlichen Daten, also wo dann auch drin steht, dass Christoph Pütz zum Beispiel die Volkszählung 2020 ausgefüllt hat. So, diese persönlichen Daten, die werden nur alle 72 Jahre nach der Volkszählung veröffentlicht. So, das heißt, im nächsten Jahr, im Jahr 2022, am 1. April, werden die Daten der Volkszählung von 1950 veröffentlicht. Da könnte man dann auch sehen, wer 1950 wo gewohnt hat und die Fragen beantwortet hat. Das ist einfach ein langer Zeitraum, wo man dann davon ausgeht, dass die Leute dann entsprechend schon verstorben sind. Könnte ein 18-Jähriger von 1950 noch leben? Durchaus, ist also nicht unmöglich. Das sind also 90-Jährige, die da entsprechend noch leben können. Aber wie wichtig da dann noch die Privatsphäre ist, jetzt in Bezug auf was man damals gesagt hat, das ist schwer abzuschätzen, sage ich mal, ist also sicherlich weniger ein Problem. Die USA sind übrigens das allererste Land weltweit, wo eine Volkszählung auch in der Verfassung festgeschrieben ist. Das ist also nicht so, dass es irgendwie dann so ist, etabliert worden ist, sondern es steht in der Verfassung, dass alle 10 Jahre eine Volkszählung durchgeführt werden muss. Und gerade in Zeiten wie heutzutage, wo sich viele Leute auf die Verfassung berufen, ist es dann schon wichtig, dass das auch da drin steht, dass man dann
wirklich das Recht hat, die Leute entsprechend zu befragen. Weil hier gibt es ja kein Meldesystem in den USA. Das ist euch sicherlich bekannt, dass man hier also kein Einwohnermeldamt hat. Klar werden sicherlich einige Daten auch durch die Führerscheinstellen erhoben, aber man kann hier durchaus unerfasst durch das Land gehen. Man schaut natürlich schon, dass alle 10 Jahre dann entsprechend auch die Homeless People entsprechend erfasst werden, damit man einfach weiß, wie viele Leute wohnen hier eigentlich, wie viele Leute arbeiten und so weiter und so fort. So, die einzige Volkszählung, wo die Daten nicht mehr so richtig existieren, ist die von 1890, weil da sehr viele Daten durch ein Feuer zerstört worden sind. Also was immer auch die Ergebnisse dieser Volkszählung waren, es wird heutzutage eigentlich so nicht mehr voll bewertet, einfach weil so viele Daten nicht mehr existieren. Es war also damals ein großes Feuer und zwar teilweise sind die Daten gerettet worden, aber das ist dann entsprechend halt wirklich so, ich sag mal, annulliert worden, dass man gesagt hat, die Daten sind nicht mehr repräsentativ, da können wir nicht viel mit anfangen, das ist einfach nicht vergleichbar mit der Volkszählung davor oder denen danach. So, ich habe dann hier auch mal ein paar entsprechende Daten aus dem Jahr 2020 zusammengezogen, werde dann entsprechend jetzt eben auf den Computer umschalten und dann gehen wir mal dadurch die Daten der Volkszählung durch. So, hier mal ein paar Auszüge aus der Volkszählung des Jahres 2020. Die Ergebnisse sind gerade teilweise veröffentlicht worden, so die Zahlen sind also wirklich hot off the press, wie man hier in den USA so sagt. Und wir schauen uns mal einfach an jetzt den Anteil der Weißen an der Gesamtbevölkerung in den USA und der Anteil ging von 2010 auf 2020 um 8,6% zurück, also doch schon ein erheblicher Wechsel in der Hinsicht. Die Weißen machen immer noch 61,6% der Gesamtbevölkerung aus. Etwa 330 Millionen Menschen sind gezählt worden. Ich habe woanders Zahlen gelesen, also außerhalb der Volkszählung von etwa 350 Millionen Menschen hier in den USA. Ob das jetzt die Zahl der Illegalen ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß noch nicht, welche Zahl jetzt hier hundertprozentig korrekt ist. Wir gehen einfach mal von den 330 Millionen aus. So, die Anzahl der Hispanics, also der Leute, die aus Mexiko, Mittelamerika, Südamerika hier in den USA sind, der ist auf 18,7% gestiegen und das entspricht etwa 62 Millionen Menschen mittlerweile. Nur für Kalifornien hier mal so als Hinweis, der Anteil der Weißen in Kalifornien ging auf 34,7% zurück. Also da wirklich die Weißen, wir sind hier in Kalifornien nicht mehr in der Mehrheit. Und es ist also wirklich ein vielfältiger Staat geworden. Also gerade so Kalifornien ist, sage ich mal, sicherlich so ein bisschen, ich will nicht sagen Vorreiter, aber einfach ein Wegweiser für den Trend, wie er sich in den USA entwickeln wird. Also es wird auch in anderen Staaten der USA dann entsprechend so kommen. So, die Zahlen für 2020 sind etwas anders erfasst worden. Also es sind neuere Methoden gewählt worden. Also die Zahlen müssten in der Hinsicht wesentlich genauer sein als in vorherigen Volkszählungen. Und da muss man einfach mal schauen, wie sich das über die nächsten Jahre hinweg entwickeln wird. Also wenn dann 2030 die nächste Volkszählung ist, da wird es sicherlich nochmal genauere Zahlen geben, weil dann auch einfach mehr die Bevölkerung befragt werden kann. So, ich hoffe, das war mal ein guter Einblick in die Volkszählung in den USA. Würde mich auch gerne über eure Kommentare freuen, wenn ihr da entsprechend mal einfach drüber schreibt, falls ihr in den USA lebt. Habt ihr auch an der Volkszählung teilgenommen? Was haltet ihr davon im Großen und Ganzen? Ist das aussagefähig? Sind die Fragen detailliert genug? Hilft das wirklich bei der Erfassung dieses Landes oder seid ihr komplett gegen eine Volkszählung? Als ich damals in Deutschland gewohnt habe, war auch irgendwann mal eine Volkszählung und ich weiß, da war großes Geschrei in Bezug auf Privatsphäre und so weiter und so fort. So, würde mich freuen von euch, wie gesagt, in den Kommentaren davon zu hören. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann natürlich wie immer einen Daumen hoch. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, das natürlich auch machen. So, das soll es dann mal sein für heute. Schöne Grüße aus Kalifornien und beim nächsten Mal habe ich hoffentlich auch wieder Sonnenschein. So, schöne Grüße, tschüss.